Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute mal ein komplett ganz anderes Thema. Habe ich heute für euch mal aufbereitet. Ich musste mich zwangsläufig damit befassen und ich habe gedacht, das würde ich für euch interessant. Und zwar habe ich das hier eingepackt. Ziemlich schwere Geschichte. Mal kurz einen Break und dann geht's weiter. Ja, ich habe hier ein bisschen was eingepackt in dieser Hülle. Ich packe es eben mal aus. Ist ein bisschen schwer. Und zwar habe ich hier eine wunderschöne Hängerankupplung, aufsteckbar, klicke ich einfach so rein und kann das hier dann verriegeln hier, wirklich idiotensicher gemacht, den habe ich nochmal so, wie ich es handhaben muss, das einmal reindrücken, dass es dann arretiert und dann hochziehen, dann hakt die richtig ein hier und sitzt dann richtig fest und die habe ich mal dran bauen lassen an meinen Mitsubishi ASX. Das war wegen einem Fahrradträger gekauft habe und dieser Fahrradträger soll E-Bikes transportieren. Ja, und jetzt habe ich noch der Herstellerfirma hier, ist eine polnische Firma, die das Ganze herstellt. Und zwar ist es ein Anbausatz für Mitsubishi ASX. Wir haben eine SUV Diesel Petrol Engine. Dann von Citroën C4, Peugeot 408. Ja, was kann die so? Zuglast 1400 Kilo. Hier Stützlast 70 Kilo und so D 8,51 Kilonewton. Ja, hier eine Montageanleitung. Wie gesagt, ich habe es mir von der Firma einbauen lassen, von meiner Werkstatt des Vertrauens. Ja, die haben ihm reingezaubert und hat er schon gesagt, ja, passen Sie auf. Der Stützlast, dass sie nicht drüber kommen und so. Ja, habe ich gesagt, das wird schon so passen. Die Werkstatt wird er schon gescheit machen. Hinten habe ich auch noch einen Aufkleber drauf. 70 Kilo Stützlast von dieser Hängerankupplung. Und ja, relativ schwer und massiv. Und die habe ich dann halt meinen Fahrradträger drauf gebaut. Und habe meine zwei E-Bikes, eins mal von meiner Frau, von mir dann transportiert. Einmal haben wir es bis jetzt genutzt zur Werkstatt und wieder zurück. Jetzt habe ich mich mal umgehört für ein anderes Fahrzeug, was das so für eine Stützlast hat. Und war so ein bisschen ein kleinerer Wagen, der hat nur 50 Kilo Stützlast. Und dann habe ich gedacht, 70 Kilo Stützlast, 50 Kilo Stützlast, das könnte ein bisschen eng werden. Also wir haben in den Zubehörkatalog eingeguckt von der Firma und da stand eben halt nur 50 Kilo Stützlast hat diese Anhängerkupplung für den kleinen Wagen. Also zu Hause haben wir uns mal auf die Waage gestellt, Fahrradträger genommen. Der hat so um die 16, 17 Kilo gehabt. Das Fahrrad von meiner Frau genommen, haben den Akku ausgebaut. Der Akku hat um die 3 Kilo. Haben den Akku ausgebaut, da sind wir auf knapp 22 Kilo gekommen, also mit Akku hat das Fahrrad von meiner Frau 25 Kilo und mein Fahrrad, das hat mit Akku um die 22 Kilo und ohne Akku hat es 19 Kilo. Ja, wie gesagt, im Zuge dazu, in dem Fall, dass wir eben nur 50 Kilo draufpacken dürfen, Stützlast, laut dem Herstellerkatalog von der Marke, waren sie ein bisschen nicht geheuer, da meinte der, schauen Sie mal nach, was das alles wiegt, Ihre Fahrräder und der Heckträger, und das haben wir auch gemacht und sind wir auf, er hat schnell nachgerechnet und hat auf 57 Kilo gekommen ohne Akku. Und ja, da haben wir gesagt, das funktioniert einfach nicht. Ja, haben wir vielleicht gedacht, im Zubehörkatalog gucke ich mal, da habe ich eine Hängerankupplung mit 80 Kilo gesehen, für das Auto passend. Dachte ich, okay, dann mal geguckt, gemacht bei einem anderen Hersteller und habe ich die Hängerankupplung gesehen nochmal im Netz, 88 Kilo. Dann habe ich mal direkt die Herstellerseite aufgerufen von dem Hersteller und habe das Auto eingegeben, die Marke und das Modell. Und da kam auch 50 Kilo. Das kann auch nicht sein, kann auch nicht sein. Dann habe ich gegoogelt und habe ich was von zulässiger Stützlast gefunden. Zulässige Stützlast, nämlich die Stützlast, die der Hersteller vorschreibt. Und da habe ich geguckt und den Hersteller selber mal angerufen. Und tatsächlich, der Hersteller schreibt für das Fahrzeug eine maximale Stützlast zu von 50 Kilo.
Das können Sie auch unter Zulassung nämlich finden. Ja, die Zulassung aufklappt, nämlich unter der Nummer 13 steht nämlich die zulässige Stützlast vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben. 50 Kilo und nicht mehr. Da können Sie eine Anhängung dran machen mit 60 Kilo Stützlast oder 70 Kilo Stützlast. Und nützt euch nichts, weil ihr dürft maximal nur 50 Kilo draufpacken. Ja, wir haben das ganz clever gelöst. Da haben wir zusätzlich einen Dachträger mit 50 Kilo geordert. Und da kommt jetzt eine Fahrrad drauf und hinten drauf kommt eben das Fahrrad mit dem Gepäckträger nur, also nur ein Fahrrad. Theoretisch könnte man halt ein normales Fahrrad draufpacken, weil die wiegen meist nur um die 10 Kilo. Aber könnte man sagen, ja gut, 7 Kilo, das merkt auch keiner. Das messt man da nicht nach. Ist richtig, aber ich hatte wirklich mal gegoogelt. Auch im Bußgeldkatalog steht drin, 50% drüber bist, sind es 25 Euro. Wenn du über 50% drüber bist, Stützlast drüber bist, das wird festgestellt, dann ist es ein Punkt und 60 Euro. Ja gut, draußen kann man sagen, ja, ist es nochmal gut gegangen, sagt man in Köln so. Das ist immer eine schöne Redensart, aber lass mal irgendwie Auffahrunfall passieren, irgendwas passiert. Und die Versicherung, kennt ihr selber, die gucken und machen und tun und rechnen nach. Und ja, die lassen sich die Herstellerangaben von einem Fahrrad geben, rechnen das aus und sagen so, sie haben die Stützlast vom Hersteller überschritten und wir bezahlen jetzt einfach nicht den Schaden. Und deswegen wollte ich euch auch so ein bisschen aufklären. Wie gesagt, könnt ihr das machen, wie ihr wollt, aber das ist wirklich eine wichtige Sache, meine ich, dass man die zulässige Stützlast vom Hersteller nicht überlasten soll und das auch nicht ausreizen soll, wirklich darauf achten soll. Denn mich schon gut vorstellen, nochmal, wie ich schon erwähnt habe, die Versicherung, die suchen und suchen, ich habe es selber schon erlebt, eine andere Sache, da haben sie auch nur 80% dem Schaden dann bezahlt, statt von 100%. Und das hat auf der Versicherungsseite. Ja, nochmal zurückzukommen zu meinem ASX. 70 Kilo schreibt er vor, der Hersteller. Und tatsächlich hat man in mein Auto hinten dran 70 Kilo reingemacht. Und jetzt, wo ich mich jetzt drüber mal belesen habe, habe ich einfach mal in der Zulassung die Nummer 13 aufgeschlagen. Zulässige Stützlast. Und der Hersteller schreibt ja nur 60 Kilo vor. Also ich war mit meinen 57 Kilo, war ich ohne Akku. Wie gesagt, wir haben beide Akkus aus dem Fahrrad rausgebaut. Das heißt, wir haben 6 Kilo Minus. Sind wir immer noch auf 57 Kilo gekommen. Da war das gerade so im Grenzbereich. Also ich hätte maximal noch einen Akku im Fahrrad lassen können bei einem Fahrrad. Und ja, sonst wäre ich halt komplett auf 63 Kilo und bin mit 3 Kilo über der Stützlast, über der zulässigen Stützlast drüber, die der Hersteller vorschreibt. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein Ausflug, was ihr noch macht, eure eigene Verantwortung. Ich persönlich würde es eben aus versicherungstechnischen Gründen, wenn mal was passiert, ein Unfall passiert und die Versicherung weist nicht mehr nach, kann es passieren, dass ihr mal keinen Cent zahlt. Ja, wollte ich mit euch einfach teilen. Wieder so ein totales Aha-Erlebnis gewesen. Wie gesagt, zulässige Stützlast ist nicht gleich diese Stützlast, die vom Hersteller hier empfohlen wird, sondern wirklich die zulässige Stützlast, die in der Zulassung steht. Darauf müsst ihr wirklich achten. Und wie gesagt, eure Fahrräder einfach mal wiegen, durchwiegen, die ganze Sache. Das hat wirklich auf Versicherungsseite und im Schadensfall kann euch niemand ans Bein pinkeln. Und die Versicherung muss eben zahlen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch total interessant. Ein Aha-Erlebnis. Coole Sache, mal wieder was gelernt. Man lernt ja nie aus. Könnt alt werden wie eine Kuh, lernen musst du immer zu. In diesem Sinne, ciao dann und bis zum nächsten Mal.